Die Arbeitsbelastung für Ärztinnen und Ärzte muss aus Sicht des Marburger Bundes gesenkt werden. Demnach wurden alle Betroffenen dazu aufgerufen, an dem ganztägigen Warnstreik am 4. Februar teilzunehmen. Der Streik soll ein klares Signal an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sein. Man müsse die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern anpassen, um Patientinnen und Patienten eine verlässliche Behandlung garantieren zu können. Wir sind hier, weil wir sagen, es reicht. Die Arbeitsbedingungen müssen dringend anders werden. Der Druck muss raus in den Kliniken. Wir haben immer weniger Zeit, um uns um unsere Patientinnen und Patienten zu kümmern. Und die Arbeitsbedingungen machen krank. Und deswegen gehen wir heute auf die Straße und sagen, so geht's nicht weiter. Ein Beweggrund sind die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder. Sie gehen an diesem Februar in die nächste Runde. Neben dem Dienst an maximal 2 Wochenenden im Monat und der verlässlichen Dienstplangestaltung werden auch manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung und Höchstgrenzen für Bereitschaftsdienste gefordert. Was vor allem wichtig ist, wir wollen endlich, dass Druck rauskommt. Wir wollen endlich ein planbares Arbeitsleben haben. Wir kümmern uns gerne um unsere Patientinnen und Patienten. Wir lieben unseren Beruf, aber wir sind nicht länger bereit, uns verheizen zu lassen. Für eine Notfallversorgung ist während des Streiks natürlich trotzdem gesorgt. Haben Sie Verständnis für diesen Streik? Wir streiken nicht, weil wir uns nicht um unsere Patientinnen und Patienten kümmern wollen, sondern wir streiken deswegen, weil wir uns mehr um unsere Patientinnen und Patienten kümmern wollen. Wir wollen mehr Ärztinnen und Ärzte in den Klinik haben. Wir wollen, dass diese entlastet werden von Bürokratie, von Verwaltungsaufwand. Jede Ärztin, jeder Arzt an den Unikliniken verbringt am Tag mindestens 3 Stunden damit im Schnitt. Verwaltungssachen, Administrationen zu machen. Und das muss endlich anders werden. Wir wollen mehr Zeit für unsere Patientinnen und Patienten haben. Und deswegen gehen wir heute auf die Straße. Bitte haben Sie Verständnis, zeigen Sie sich solidarisch mit uns. Auch noch Studierende, angehende Ärztinnen und Ärzte beteiligen sich an dem Streik. Der Beruf ist schön und es wird ja nicht besser dadurch, wenn man nichts tut. Deshalb kann man sich ja dafür einsetzen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden für uns. Ich finde das super wichtig, also gerade Freizeitausgleich, freie Wochenenden, also auch ein Privatleben, das möglich sein sollte für einen Arzt und Sonderurlaub für Nachtarbeit, also einfach all die Sachen, die wir schon ganz lange wissen, auch als Mediziner, aber nicht wirklich beachten, wenn es um unsere eigene Arbeitszeit und Belastungsgrenze geht, sind Inhalte von den Verhandlungen gerade und von unseren Forderungen. Deswegen sind wir auch, obwohl wir noch Studenten sind und noch keine fertigen Ärzte, hier und unterstützen das. Aktuell gilt der Tarifvertrag für rund 20.000 Ärztinnen und Ärzte in bundesweit 23 Universitätskliniken. Für die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen haben viele von ihnen einen langen Weg nach Hannover auf sich genommen.